Wir wollen mal durch die Trigonometrie-Grundlagen durchgehen, also Sinus, Cosinus, Tangens. Und wenn wir von Trigonomie reden, dann müssen wir uns auch mit dem rechtwinkligen Dreieck auskennen. Und das heißt, wir schauen uns auch kurz den Pythagoras an. Erstmal rechtwinklige Dreiecke. Die sehen alle so aus, die haben alle irgendwo einen rechten Winkel. Zum Beispiel hier links unten. Oder ihr seht, wo immer der rechte Winkel ist. Das PowerPoint markiert es. Da, wo es ausgefüllt ist, ist immer der rechte Winkel. So, hier ist er rechts oben. Dann haben wir hier, das ist so das Standardformat. Das machen wir oft so. Damit arbeiten wir hier mal ganz spitzes. Und hier haben wir so ein etwa gleichschenkliches, rechtwinkliges Dreieck. So, wir wählen uns jetzt mal dieses Standardformat aus. Und ja, das ist das, mit dem wir jetzt arbeiten. Und wir bleiben jetzt mal bei vielen Berechnungen zur Übersichtlichkeit bei diesem Dreieck. So sieht es dann aus. Und jetzt wollen wir das Dreieck mal beschriften. Also es ist ein rechtwinkliges Dreieck, das hat oben den rechten Winkel. Und wir beschriften ja immer mit A, B und C, Moment, muss ich gerade noch machen, die Ecken. Und zwar machen wir das jetzt mal hier so im Uhrzeigersinn. A, hier kommt dann B. Und oben kommt C. So machen wir es einfach jetzt mal. Wird häufig so gemacht, nicht immer. Und jetzt kommen die Seiten dran. Die Seiten sind die Linien, die die Ecken verbinden. Und die Seiten heißen immer so wie die Ecken, nur werden sie klein geschrieben und liegen den betreffenden Ecken gegenüber. Also die Seite A wird mit klein a bezeichnet, liegt gegenüber von der Ecke A. Die Seite B liegt entsprechend hier, gegenüber vom Eck B. Und die Seite C liegt hier unten gegenüber von dem Eck C, gegenüber vom rechten Winkel. Und jetzt beim rechtwinkligen Dreieck brauchen wir Begriffe. Es gibt immer eine längste Seite, das ist hier die Seite C, und die liegt dem rechten Winkel gegenüber. Bemerkt euch diese Worte wie gegenüber und so weiter. Ja, also durchaus mal selbst diese Sätze sagen, nicht immer bloß an euch vorbeilaufen lassen. Hier diese untere Seite, die heißt Hypotenuse. Diese längste Seite im Dreieck, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Und diese beiden Seiten, die heißen Katheten. Das rechtwinklige Dreieck hat also die beiden Katheten und die Hypotenuse. Und jetzt wollen wir, nachdem wir die Bezeichnungen hier haben, ach so, wir machen jetzt noch Winkel. Winkel, die wäre nachher wichtig, wenn wir Trigonometrie machen, aber ich setze schon mal ein. Hier ist Winkel Alpha bei dem A und hier ist Winkel Beta bei dem B. So, jetzt ist alles beschriftet. Und jetzt wollen wir zu Zahlenwerten übergehen und wir werden so zu Standardzahlenwerten übergehen. Und das sind Quadrate beim Pythagoras. Hier ist mal so eine sehr praktische Quadrattafel aus meiner Übung Lernen, Lernen. Und wir wollen uns jetzt auf drei Quadrate konzentrieren für unser Spieldreieck, nämlich 3 im Quadrat ist 9, 4 im Quadrat ist 16 und 5 im Quadrat, ups, das habe ich mich hier doch verschrieben, 5 im Quadrat ist 25. So, ja. Und damit sind wir jetzt beim Satz des Pythagoras. Nochmals, wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Ich habe es ein bisschen abgespeckt und nur da stehen lassen, was besonders wichtig ist jetzt, was wichtig ist. Also wir haben eine Kathete und noch eine Kathete, das sind die beiden kürzeren Seiten. Und wir haben die Hypotenuse, das ist die längste Seite im rechtwinkligen Dreieck. Und die Hypotenuse liegt gegenüber des rechten Winkels und der rechte Winkel ist da oben. Und der Satz des Pythagoras besagt jetzt, dass Kathete im Quadrat plus Kathete im Quadrat ist gleich Hypotenuse im Quadrat. So, jetzt können sich aber viele, die in der Mittelstufe das lernen, das mit den Quadraten überhaupt nicht vorstellen. Geometrisch, algebraisch, es ist kein Pfad zur Wirklichkeit da und den wollen wir uns jetzt mal eben eröffnen. So, hier nochmal in gewohnter Form A, B, C, die Ecken lassen wir jetzt weg. Wir brauchen jetzt im Trigo und Pythagoras die Ecken überhaupt nicht mehr. Wir reden nur noch von Seiten und dann auch gleich von Winkeln. Hier nochmal in gewohnter Schreibweise. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Auch das ohne Praxis ist wieder so ein Glaubenssatz und du hast nichts davon. Du musst dich da reinsteigern und ich will dir dafür Impulse geben. Wir nehmen jetzt ein Zahlenbeispiel.
A soll 4 cm sein, B ist 3 cm und C ist 5 cm. Das legen wir jetzt erstmal einfach so fest. Und wir nehmen jetzt mal an, es gibt genau ein rechtwinkliges Dreieck. Müsste ja nicht so sein. Gilt das denn? A² plus B² ist C². Schauen wir mal. Ich lasse jetzt mal die Zentimeter weg. Also A ist 4, C ist 5, B ist 3. Dieses A, B und C, das sind einfach Kürzel für Zahlen, mit denen du rechnen kannst. Du musst nur dieses Quadrat beachten. Also 4 im Quadrat ist eben 4 mal 4, wenn du es einsetzt. Das musst du machen. Und das machen wir jetzt. So. 4 im Quadrat plus 3 im Quadrat ist gleich, upsie, was habe ich denn hier geschrieben? 5 im Quadrat muss das heißen. So, 5 im Quadrat. Und wenn ich das ausrechne, erinnere dich an unsere Quadrattabelle vorhin, 16 plus 9 ist 25. Ja, 16 plus 9 ist tatsächlich 25. Also für A gleich 4, B gleich 3 und C gleich 5. Oh weia, was habe ich denn hier? Das habe ich jetzt natürlich wieder kopiert. C Quadrat, upsie. So, für A gleich 4, B gleich 3 und C gleich, jetzt steht hier wieder C Quadrat. A gleich 4, B gleich 3 und C gleich 5. Passt es? Dann ist es ein funktionierender Pythagoras. Und der Pythagoras funktioniert in allen rechtwinkligen Dreiecken. Ich habe jetzt nur mal ganz einfache Zahlen genommen. So, jetzt denkst du, das Thema ist durchgestanden, aber nein. Um das wirklich zu kennen, damit zu arbeiten, musst du dir bitte rechtwinklige Dreiecke machen. Zeichne sie, miss nach mit deinem Geodreieck. Du kannst mit dem Geodreieck wunderbare Sachen machen. Du kannst Winkel messen, du kannst Seitenlängen messen oder du kannst feststellen, ob es ein rechter Winkel ist. Hier misst du eine Seitenlänge und hier misst du zum Beispiel nach, ob der rechte Winkel tatsächlich ein 90-Grad-Winkel ist. So, du hast jetzt alles an der Hand. Jetzt haben wir einen Grundüberblick für den Pythagoras und jetzt musst du es einfach machen. Nimm dir Papier und Bleistift und leg los. Und wir machen jetzt gleich weiter mit Trigonometrie. So, wir sind jetzt wieder bei unserem Ausgangsdreieck, wo alles beschriftet ist. Die Ecken, die Seiten und die Funktionen Kathete, Kathete, Hypotenuse. Und jetzt wollen wir mal das, was wir nicht brauchen, wegmachen. Wir brauchen die Ecken nicht. Wir haben die Seiten A, B und C. Und wir betrachten jetzt mal den Winkel Alpha. Ne, den betrachten wir gleich. Zunächst mal nur Kathete, Kathete, Hypotenuse. So. Ja, wenn wir jetzt den Winkel Alpha betrachten, also einen der beiden Kathetenwinkel, wir können Alpha und Beta betrachten. Der oben, der rechte Winkel, ist uninteressant. Wenn wir diesen Winkel Alpha betrachten, dann liegt die eine Kathete an Alpha dran und die andere liegt gegenüber zu Alpha. Ja, und wir können uns das auch so veranschaulichen. Eine Kathete liegt an Alpha dran, geht von Alpha weg, die andere liegt gegenüber von Alpha. Und die, die dran liegt, die bezeichnen wir als Ankathete zu Alpha. Ja? Also niemals in irgendwelchen Skizzen nur schreiben Ankathete gegen Kathete. Es muss immer klar sein, auf welchen Winkel das bezogen ist. Hier sprechen wir von Alpha. Wir gucken von Alpha aus. Wir haben eine Ankathete und wir haben eine Gegenkathete. Die Ankathete heißt B. Die Gegenkathete heißt A. So, und jetzt, warum habe ich hier nochmal ein Slide gemacht? Genau, wir gucken von Alpha aus. So, hier mal ganz kurz habe ich ein Bildchen einkopiert. Ich habe keine Lust, solche Sachen immer nochmal zu schreiben. Sinus, Cosinus und Tangens aus Serlo. Der Sinus ist Gegenkathete zur Hypotenuse. Also der Bruchstrich heißt geteilt durch. Ich teile den Wert der Gegenkathete, die Seitenlänge, durch die Länge der Hypotenuse. Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Und vom Tangens reden wir jetzt im Augenblick nicht. Also nochmal, hier die Ankathete und hier die Gegenkathete zu Alpha. Achtung, und jetzt wechseln wir mal den Blickwinkel. Wir gehen jetzt nicht von Alpha aus, sondern hier gehen wir von Beta aus.
Und dann haben wir hier, das was die Ankathete zu Alpha war, ist jetzt die Gegenkathete zu Beta. Und das ist natürlich die Ankathete zu Beta. Ja? Je nachdem, von welchem Winkel wir aus schauen, ändern sich die Funktionen Ankathete und Gegenkathete. Ist ja eigentlich logisch, oder? So. Und jetzt kommen unsere Definitionen. Wir schauen jetzt mal wieder von Alpha aus. Sinus Alpha ist Gegenkathete durch Hypotenuse und das ist A durch C. Cosinus Alpha ist Ankathete geteilt durch Hypotenuse und das ist B durch C. Jetzt wechseln wir wieder unseren Blickwinkel zu Beta und haben auch Sinus Beta ist Gegenkathete zu Hypotenuse, das ist B durch C. Und Cosinus Beta ist die Ankathete zur Hypotenuse, das ist A durch C. Du musst dir das einprägen, auch wenn es weh tut. Wir werden das jetzt gleich noch mit Zahlen hinterlegen. Vorher aber, nach diesem ganzen Salat von A, B und C, nochmal etwas. Es ist ein Profi-Trick sozusagen. Wenn wir das, was wir gerade sehen, zusammenfassen, haben wir Sinus Alpha A durch C, Cosinus Beta auch A durch C. Hoppla, das ist ja das Gleiche. Es gilt also, Sinus Alpha ist Cosinus Beta. Genauso gilt, Cosinus Alpha ist Sinus Beta. Also die beiden Winkel hängen auf diese Weise zusammen über die Winkelfunktionen. So, nach diesem Ausflug in die Formelwelt, der dich vielleicht erschrocken hat, gehen wir jetzt wieder zum normalen Rechnen. Denn der Sinn dieses Videos über Pythagoras und Trigonometrie ist ja, dass du lernst, mit diesen Größen, mit Variablen und mit den Zahlenwerten umzugehen und sie in Formeln einzusetzen und die Formeln zu verstehen. Und durch das Einsetzen von Zahlenwerten gewinnen wir manchmal noch mehr Verständnis für die Formeln. So, los geht's. Also wir haben hier Sinus Alpha, Gegenkathete zu Hypotenuse. Und wir haben hier Beta, Sinus Beta, Gegenkathete zu Beta durch Hypotenuse. Und wir wollen jetzt erstmal diese Tanten Gegenkathete und Ankathete loswerden und arbeiten jetzt mal mit Alpha, mit A und B stattdessen. So, A und B. Also hier haben wir jetzt Sinus Alpha ist A durch C, Cosinus Alpha ist B durch C. Jetzt haben wir von Alpha ausgeguckt. Jetzt gucken wir von Beta aus. Sinus Beta ist B durch C, Cosinus Alpha ist A durch C. So, jetzt setzen wir Zahlenwerte ein. Wie vorhin in unserem Pythagoras-Beispiel. A ist 3 cm, B ist 4 cm, C ist 5 cm. Und wieder können wir unsere zwei Ansichten haben, von B Alpha aus und von Beta aus. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Jetzt setzen wir wirklich die Werte ein. Achtung! So, nicht erschrecken, sieht nur so aus. Sinus Alpha ist A durch C, für A setzen wir ein 3 cm, für C 5 cm. Das gibt 3 Fünftel, wer Bruchrechnen kann, weiß sofort, dass das 0,6 ist, sonst Taschenrechner. Und Cosinus Alpha ist, wie wir wissen, B durch C, 4 cm durch 5 cm, 4 Fünftel ist natürlich gleich 0,8. So, also auch hier diese Rechnungen können wir aus den zwei verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ja, und jetzt weißt du eigentlich alles. Weiter will ich nicht gehen. Das hier soll kein Lehrbuchersatz sein. Du musst das Gefühl kriegen für diese Variablen und Zahlen, und zwar bei beiden Themen, Pythagoras und Sinus Cosinus. Vom Tangens reden wir nächstes Mal. Und damit es wirklich sitzt, musst du, so wie beim Pythagoras, hier auch üben. Das kannst du mit diesen Dreiecken machen. Du machst dir beliebige Dreiecke, misst Winkel und prüfst einfach die ganze Geschichte mit A, B, C, Gegenkathete, Ankathete und so weiter nach. Und kannst auch unseren super Profi-Trick anwenden, dass der Sinus von dem einen Kathetenwinkel gleich der Cosinus vom anderen Kathetenwinkel ist. Also, dir stehen alle Türen offen. Wenn du das können willst, musst du es einfach nur machen.